Gruppe Akkusell, Dr. Renate Bimmer. Herzlich willkommen. Willkommen alle, die unserer Einladung gefolgt sind. Vielen Dank. Wie sind wir auf das Thema vegan gekommen? Wir haben 2013 eine neue Idee gesucht für unser Ökologie-Konzept in der ganzen Gruppe, sind dann schnell auf das Thema vegan gestoßen und haben das erste vegane Menü für alle Akkotels, 10 an der Zahl, eingeführt. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Bereits knapp 5 Monate später ist die vegane Gesellschaft an uns herangetreten mit einem Veganball, der dann 2014 das erste Mal stattgefunden hat bei uns im Akkotel Kaiserwasser. 350 Teilnehmer und sich 2015 bei uns bereits zum zweiten Mal wiederholt hat. Und dementsprechend hat das Ganze so eine kleine Eigendynamik entwickelt. In der Küche, bei den Mitarbeitern, jeden Tag kamen neue Ausdrucke von Wikipedia, was geht, wie macht man das, wie funktioniert das. Und dementsprechend sind wir jetzt den nächsten Schritt gegangen und sagen, unsere Karte ist halb beef, halb vegan, von den Gerichten, von der Anzahl der Gerichte komplett gleich. Liegt auch drin nochmal auf, kann man kurz mal stöbern. Und deswegen heute die Grill-Challenge, und müssen mal schauen, vegan, beef, in welche Richtung geht's, wer wird gewinnen, spannende Geschichte. Das ist sicher ausgeglichen. Nur weil ich es gerade in der Hand habe, wir haben hier steirischen Almochsen zum Beispiel, also ein Klassiker auf der Beef-Seite, wir haben aber auf der veganen Seite in der Karte gefüllte Paradeise mit Quinoa, Tofu, Reishörnchen und so weiter. Ja, das sehe ich schon, die Dame sagt, nur gut. Ja, Kopfnicken. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es entstanden ist. Vielleicht auch nur ganz kurz, schauen wir in die Zukunft, was passiert weiter. Also diesen Veganball wird es vermutlich weiterhin geben. Es wird vielleicht wahrscheinlich auch nochmal so eine Real Challenge geben. Was sind weitere Pläne? Die F&B-Palette in dem Hotel ist natürlich endlos. Dementsprechend kann man auch dort noch nachjustieren. Ich spreche von Themen wie Minibar, die Bar an sich. Und wir werden noch dort noch tiefer ins Detail gehen und dementsprechend das Vegan weiter ausbauen. So soll es sein, Herr Schwarz. Sie müssen es dann machen, quasi. Ja. Ja, können gar nichts mit. Doch. Wir schauen uns kurz die vegane Station vielleicht an. Wie gesagt, viele haben ja schon sich was zu essen geholt, die kennen es. Was haben wir denn da alles weiter? Wie gesagt, haben wir jetzt eben hier die vegane Station gegenüber eben die Beef-Station. Wir haben hier Tofu-Röllchen mit Melanzani. Dann haben wir hier Seitan Gemüsespieße und eben die gefüllten Tomaten mit Quinoa. Das sind die drei Sachen, die man hat. Die ganzen Salate und die ganzen Soßen sind nämlich auch alle vegan. Eben der Gegenpart und so. Vielleicht so banal das jetzt klingt, erklär mal kurz, was ist denn eigentlich der grobe Unterschied jetzt vegan, vegetarisch? Ich glaube, dass das vielen vielleicht wirklich gar nicht so bewusst ist. Naja, vegan ist eben Kochen mit ohne tierische Produkte, eben keine Milchprodukte, keine Eier, kein Honig. Das macht es eben einerseits schwierig, aber auch interessant. Das ist eine ganz neue Materie. Wir haben natürlich am Anfang auch gesagt, ja, das ist beschränkt mit irgendwelchen Rezepten und so, aber derzeit kann man wirklich von Schokomalademus bis irgendwelchen Terrinen alles auf vegan ummünzen. Derzeit gibt es wirklich tolle Produkte, wie das Soja-Schlagobers, es gibt ein veganes Ei, in diesem Eiersatz. Auch Eis. Eis, selbstverständlich kommt heute auch noch. Der Black is Fiber. Und eben mit diesen Produkten kann man wirklich tolle Sachen machen. Abschlussfrage, gibt es irgendeinen Unterschied für Laien wie mich zwischen normaler Grillerei und Anführungsstrichen, also Fleischgrillen, wie wir das alle wahrscheinlich schon gemacht haben, und veganem Grillen? Ja, das Grundprodukt ist eben anders. Ja. So ein Seitan zum Beispiel, der braucht eben schon ein bisschen eine Vorbehandlung. Aber wie man das sieht, man spießt eben im Seitan Gemüse abwechselnd auf den Spieß auf und beim Grillhirn ist dann eigentlich nicht mehr sehr viel Unterschied. Es ist eben genauso wie beim Fleischgrillen, dass gewisse Marinaden eben das Ganze dann einen Geschmack verleiht. Man kocht sehr viel mit frischen Kräutern und dann ist das eigentlich erste Geschmack. Agmade Wiesen. Gut, dann vielen Dank, Herr Schwarz. Herr Ferner, danke schön. Einen Applaus. Melanie, Clara, bitte zu mir. So, ihr Lieben, ihr habt alle etwas mit veganem Essen, veganer Ernährung, sagen wir so, zu tun. Ich fange an mit dir, Gitta. Du hast mittlerweile dein drittes Buch, genau. Nimm's einfach mal in die Hand geschrieben. Hoppa. Und das heißt Die vegane Küche,
Kochen mit Gitter Sachs. Ich glaube, da sind 40, 50 deiner Lieblingsrezepte drin, also ordentlich. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen kurz darüber. Genau, die Idee entstand, dass ich 1996, gehe mal ein bisschen zurück, angefangen habe mit der makrobiotischen Ernährung. Damals war das ja so der Anfang der veganen Küche für mich. Es war damals auch sehr schwierig zu wissen, was esse ich jetzt, was ist das überhaupt, aber meine Haut war so schlecht. Ich habe ja viel gemottelt in der Zeit und ich konnte teilweise auch nicht arbeiten, weil ich Pickel bekam, Ekzeme im Gesicht und so weiter. Und da habe ich angefangen, bewusst meine Ernährung umzustellen. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht ausschließlich mich vegan ernähre, aber dass die Idee, genau, aber dass die Idee entstand zu zeigen, ich mache mal 3-4 Monate wirklich eine Auszeit und vermisse eigentlich dann auch gar nichts. Und wollte einfach aufzeigen, dass es wirklich ganz einfach ist, auch zu Hause im Alltag, auch wenn man viel unterwegs ist, sich so zu ernähren, und habe daher meine Rezepte mit in das Buch genommen. Vor allem auch morgens fängt der Tag ja schon an mit Smoothies, mit Porridge, das gibt es bestimmt auch hier im Hotel, hier habe ich schon gesehen, ihr habt ja auch grüne Smoothies. Und dass man einfach ja, offen ist und bewusst zeigt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Also wir haben es jetzt richtig verstanden, zwecks der Motivation war es für jemanden, der vielleicht erst anfängt mit diesem Thema, auch eine Gitta Sachs, hält es jetzt aber nicht, also so ganz, ganz durch vegan, das machst du noch nicht. Es ist für dich im Moment wirklich, wie du schön gesagt hast, so eine Art Kur, das heißt, alles fährt ein bisschen runter, man tut dem Körper offenbar was Gutes, und bei dir ganz konkret die Haut, Frauen, Thema Haut, immer ein ganz wichtiges Thema. Entschlacken, genau. Dein Buch bekommt man in allen Trafiken, also falls Sie Interesse daran haben, es gibt davon auch noch, Sie können es sich dann anschauen, die vegane Küche. Vielleicht noch kurz dein absolutes Lieblingsrezept. Also gerade zum Thema Grillen, da möchte man ja dann trotzdem auch nicht auf nichts verzichten, und ich habe ein Melonenrezept auch hier drin und lustig auch die gefüllten Paradeiser, genau, ein Stück Gleitmehl. Also das geht wirklich ganz schnell, und ja, gegrillte Melonen, ich habe es hier. Wassermelon, also mit Kreuzkümmel, schmeckt total lecker, kann ich gut empfehlen. 99 in jeder Trafik, zum Anschauen heute hier, Gitta, vielen Dank. Du bleibst noch bei uns, Melanie. Melanie ist olympische Boxerin. Ja, ja. Man tut ihr nichts zu leide, dann ist sie lieb zu einem. Jetzt werden viele wahrscheinlich meinen, eine Boxerin, ja, die hat, ich meine, braucht man wahnsinnig viel Kraft, das ist ein sehr energieraubender Sport, die braucht Fleisch, ja, das wäre jetzt mal wahrscheinlich so die erste Konklusion daraus, aber nein, du lebst komplett vegan. Ja, und zwar das Fleisch und die Milchprodukte haben mir auch ziemlich viele Probleme gemacht damals, und die Ernährungsexperten haben natürlich damals gesagt, das geheißen hat, ich soll auf die untere Gewichtsklasse kommen, Kohlenhydrate einschränken und mehr Proteine. Und das waren die tierischen Proteine. Ich habe genauso wie die Gitta irrsinnige Hautprobleme bekommen und war permanent krank, kaum leistungsfähig, weil ich arbeite Vollzeit und trainiere 9-mal die Woche circa und habe dann noch um die 10 bis 15 Boxkämpfe im Jahr. Also jetzt habe ich insgesamt 50. Und ja, dann habe ich umgestellt und habe gesagt, aus, keine Milchprodukte mehr. Seitdem, Regenerationsfähigkeit ist 1000-mal besser, extrem hohe Energie, also neben dem Training und neben der Arbeit gehe ich noch Wakeboarden und Mountainbiken, was Spaß macht. Also so eine Energie habe ich noch nie gehabt und da würde ich auch nicht mehr zurück wollen. Und die Haut ist wie 1000 zu 1. Also du sagst wirklich, Fleisch weg, beziehungsweise tierische Produkte weg, und dein Körper ist eigentlich von 0 auf 100, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, ins Positive hat sich verbessert. Vermisst du es denn gar nicht? Der Käse. Der Käse. Aber da haben die Veganer ja die Hefeflocken dafür. Wir geben einfach Hefeflocken über alles. Ja. Und was noch wichtig ist, die Verletzungsanfälligkeit. Ich habe kaum noch Verletzungen oder so Verstauchungen, solche Dinge. Gar nichts. Und meine Boxkollegen haben das schon recht oft. Meistens auf den Händen. Und dafür ist auch das Fleisch zuständig. Man hat dann so viele Entzündungen im Körper, die durchs Training ausgelöst sind, die ich natürlich möchte, das regenerieren. Aber wenn ich etwas sehr säurehaltiges esse, dann
wird das schwierig. Und ja, die Milchprodukte und das Fleisch fördert Entzündungen. Also dein Körper, wie gesagt, quasi ohne Wehwehchen, seitdem du umgestellt hast. Clara, du bist keine Boxerin, du bist Sängerin. Als Sängerin auch sehr viel unterwegs und vor allem sehr viel auf Tour, wie du mir vorhin kurz erzählt hast. Und lebst auch, also so wie Melanie, absolut vegan. Das heißt, wie schwierig ist das, wenn man so viel unterwegs ist, nicht immer kochen kann vielleicht, sich wirklich auch vegan zu ernähren und strikt dran zu halten? Ich glaube, für Menschen, die organisiert sind, ist es nicht so schwierig. Es ist machbar. Ich bin nicht wahnsinnig gut organisiert. Ich muss zugeben, auf Tour weiche ich dann manchmal vegetarisch aus. Also die weniger radikalere Variante, wenn man es jetzt so sagt. Was heißt das? Was isst du, wenn du jetzt vegan bleibst und du bist auf Tour, was isst du? Wenn ich vegan bleibe? Ja, also wenn du nicht ins Vegetarische rutscht, sondern du sagst, du ziehst das Nein durch die vegane Küche, was machst du dir zu essen? Naja, auf Tour kriegt man ja, wird man gefüttert von Hotels zum Beispiel. Leider werden wir selten im ACK-Hotel untergebracht. Schau, das wäre für mich mal. Sonst wäre alles gut. Ich werde halt meistens in Hotels untergebracht, bis jetzt nicht unbedingt Veganes gibt auf der Karte. Aber in unserem Rider, so heißt das halt, was wir halt haben, wie wir so auf Tour. Da steht halt drin, ich hätte gerne Veganes und halten sich viele dran. Auf der Autobahnraststätte kann ich damit natürlich einpacken. Da nehme ich halt dann oft einen Kornspitz, wo dann meistens Wolkepulver oder irgendwas ist ja heutzutage meistens irgendwo drin. Also insofern meine ich, ich bin jetzt nicht, glaube ich, 100% im Vegan-Test, werde ich nicht schaffen. Aber vielleicht irgendwann. Und das ist nicht das Hähnchen, wie wir vorher gesprochen haben. Oft sagt man, ich bin vegan oder Vegetarier, aber Hähnchen geht nah. Es ist trotzdem ein tierisches Produkt. Vielen Dank an euch. Stopp. Dankeschön. Was wir jetzt noch machen, ich darf euch diese Kochschürzen hier geben und ihr legt die bitte auch gleich an. Übrigens für alle, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn sie einfach die Kochschürzen, die bei Ihnen schon auf dem Tischchen liegen, vielleicht anziehen und dann wirklich mit uns auch ein bisschen grillen. Wir werden jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen. Ihnen darf ich noch einen schönen Abend mit Mood Art wünschen, das ist unsere Band. Und ja, Mahlzeit. Einen schönen Abend noch. Danke. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeder Tag vergeht ohne Ziel. Vermisse der Sonntag wie Montag aus, der Alltag ist überall zu Hause, jeden Tag dasselbe Spiel. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dorthin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. Oh, wann kommst du?
verstehen. Du kannst fragen, was du nie fragst. Alles sagen, was du nie sagst. Du kannst träumen, wovon du gern träumst. Und versäumen, was du gern versäumst. Wem du treu sein willst, dem sei doch treu. Wenn du frei sein willst, dann bist du frei.